Hi. Ja, der hat ja wirklich einen Raketenwerfer. Aber wenn der mich damit trifft, ist das gar nicht so gut. Das war hier nicht irgendwo, war das hier? Use lockpick, yes. Das ist ja nur Gunpowder. Ah, okay, den können wir immer wieder benutzen. Hätte mich nämlich jetzt gewundert, wenn der dann verbraucht wird, weil da war ja noch die Tür draußen und die würde man ja gar nicht mehr aufkriegen. Ich vermute fast mal, dass wir jetzt einfach hier wieder weggehen können. Ich glaube nicht, dass hier noch was anderes ist. Oben war ja auch nur noch eine Sackgasse. Am Star Wars Büro waren wir. Ja, dann gibt's Jill Kebab, ich glaube auch. Oh oh. Ach du Scheiße. Der kann Türen öffnen. Ja, wenn er damit trifft, das ist ein ziemliches Piu-Piu. Ja, Leon ist volle Kanne zersplittert. Das war so witzig. Ich glaube, ich habe gerade noch hochgucken können, oder? Wie war das? Es war irgendwie so war noch Zeit, um Fuck zu sagen. Und dann ist Leon einfach in alle Richtungen zersplittert. Okay, links, dann rechts, dann geradeaus und ganz am Ende. Ich wurde überlegt, ob ich direkt nochmal speichern sollte, aber so viel haben wir jetzt nicht gemacht. Ich bin eigentlich nur die Treppen hochgegangen und habe alles aus dem Stars Büro mitgenommen. Hätte ja vorhin ganz gut bei ihm funktioniert. Aber solange ich auch einfach wegrennen kann. What the? Das hab ich doch gerade. Da war doch gerade was. Da war nichts. Okay. He's holding something. Mercenary's Diary. September 1st. Following 6 months of intensive training, my body is. Edge had returned. I was a good soldier, but they ordered my execution with no reason given. I was tortured and forced to give a false confession. But on the morning of my execution, a miracle happened. The company had helped me out, giving me a second lease on life. September 15th, I ended my vacation short and returned to the HQ office. It looks like my UBCS unit has been called into action. Umbrella maintains its own paramilitary unit to counter corporate terrorism and VIP abduction. In addition, they have nightmen who specialize in handling problems caused by illegal products. I'm currently a member of the latter. Also ist er ein Mitglied von den Nightmen who specialize in handling problems caused by illegal products. September 28th. Dawn's here, but we're still slogging through this nightmare. There are no provisions of any kind here. The undead walk the streets feeding upon the flesh of the living. Given the choice again, I would rather have been executed. Death Row was a heavenly asylum compared to this place. I've chosen to pull the trigger myself, in the hope that my dead body won't come back to life. Jo. Das scheint ja wenigstens geklappt zu haben. Was haben wir denn hier? Geht's jetzt dahin und dann geht's dahin. Wir waren noch gar nicht bei diesem Sales Office, ne? Das hier. Bin mir nicht sicher, ob ich da von hier aus hätte hingehen können. Aber vielleicht kann ich von hier aus dann ja auch dahin. Aber. Nee, das hier wäre die Polizeistation und hier. Das Dunkelgrüne müsste dann ja eigentlich nicht begehbar sein. Ich meine, was ist denn hier?
is a fire hydrant. Fire hoses fixed with bolts. Okay, dann brauche ich wohl irgendwas, um das loszumachen. Habe ich aber jetzt nicht. So eine Truhe wäre mal wieder nicht schlecht. Ich befürchte nur fast, dafür müsste ich einfach zurück zum Speicherpunkt laufen. Vielleicht mache ich das sogar mal. Das Blaue wollte ich ja nicht gar nicht haben. So. Ich guck mal kurz, was hier ist, aber ich glaube, ich drehe da nochmal um und renne zum Speicherpunkt zurück, damit ich ein paar Sachen weglegen kann. Oh, was ist denn hier los? Klingt so, als würde jetzt irgendwas Neues kommen. Oh, scheiße, Hunde. Schnell nachladen, bevor mir das passiert, dass die Patronen leer sind, wenn ich schießen will. Was sind das für eklige Geräusche da im Hintergrund? Oh. Cool, das geht dann mit dem Hund auch. Haha. Zu spät. Was ist hier los? Was höre ich hier für eklige Geräusche? Hallo? Oh, noch ein Hund. Wie viele habe ich noch? 6. Die werden wieder nachladen. Ich glaube auch, das Geräusch ist ja jetzt weg. Hm, da ist eine Tür. He was apparently bitten in the neck until he died. I think especially strange here. There's a wrecked car blocking the way. Regulations regarding the usage of this parking area are written here. Was haben wir denn hier? Ist das ein neues Gebiet? Ich wollte ja eigentlich zum Speicherpunkt, aber jetzt bin ich neugierig. Vielleicht kommt da hinten ja ein Speicherpunkt. Was ist hier los? Seems to be charging the battery. Oh, das kann ich mitnehmen. Okay, mal eben schauen. Was ist das für eine Tür da hinten? Das wäre jetzt eigentlich ein perfekter Raum für einen Speicherpunkt. Komm, bitte sei ein Speicherpunkt. Ich brauche eine Truhe. Ah!
Ich war kurz davor, jetzt den ganzen Weg zurückzulaufen zu dem anderen. Aber ich hatte irgendwie so das Gefühl, dass jetzt bestimmt gleich ein Speicherpunkt kommt. Machen wir jetzt schon Shotgun-Ammo? Weil andererseits... Eigentlich... Ich meine, wir haben 13 Patronen für die Shotgun und jede Menge für die Pistole. Da kann man tatsächlich überlegen, sich die erstmal aufzusparen. Für, wenn man vielleicht C-Patronen machen möchte. Ich würde jetzt erstmal zurückgehen und noch die Heil-Items von da drüben holen. Und dann auch dieses Kabel auf... Oh, falsche Tür! Das waren ja gleich drei Hunde auf einmal. Wie war es noch in dieser Werbung? Mit drei Wünschen auf einmal. Spaß, Spannung und Spiel oder sowas. Kinderüberraschung-Werbung. Muss ich gerade dran denken. Ich glaube, da wird irgendwie gesagt, das sind ja gleich drei Wünsche auf einmal. Seems that there is no power for it. Was ist das denn? Sag doch mal, was das ist. Irgendeine Tür. Okay, ist ja auch nicht eingezeichnet. Ja, fies, dass das nicht eingezeichnet ist. Dann kann man das voll leicht vergessen. Gehen wir erstmal die Heil-Items einsammeln. Sobald ich mich nicht verlaufe. Hier ging's lang. Frage mich gerade, kann es sein, dass, oh, ich bin jetzt in Downtown. Hier war dieser Speicherraum, wo dann draußen die Hunde waren. Und hier geht's zu dem Sales Office, wo ich nicht hingegangen bin. Aber kann es sein, dass hier Feuer war? Frage ich mich gerade. Das einer gesehen? Das wäre jetzt sogar tatsächlich eine Frage, die ihr beantworten könnt. Hat das einer gesehen, ob hier Feuer war? Weil das... Ich habe so ein... meine mich so vage zu erinnern, dass man hier noch nicht lang konnte und vielleicht braucht man den Schlauch, um hier das Feuer zu löschen. Könnte sein. Mal schauen. Seems to be charging the battery. Was ist hier eigentlich? Das sieht irgendwie aus, als wäre da irgendwas drin. Hier, das sieht so aus, als wäre das nicht vorgerendert, sondern wirklich 3D-Zeug. Aber ich komme da, ich kann da nicht hochlaufen. Jetzt sieht man es auch nochmal. Haben wir hier noch? Oh, noch mehr Patronen. Dankeschön. Achso, mein Inventar ist ja voll. Ja, gut, dann noch einen schönen Abend. Ich mache immer mittwochs meinen Stream.
Jeden Mittwoch von 8 bis 11. Außer manchmal bin ich mittwochs nicht da. Aber nächsten Mittwoch sollte ich eigentlich da sein. Also ich mache jetzt auch nicht mehr lange. Und nächsten Mittwoch mache ich weiter. Was haben wir jetzt gemacht? Das wollte ich aber nicht. Vielleicht mache ich jetzt sogar auch gleich schon Schluss, weil... das ist immer so doof mit den Farbbändern. Wenn ich jetzt speichere und in 20 Minuten nochmal speichere, fühlt sich das immer schon so verschwendet an. Das vor dem Raum war so ein Blumenkasten, den kann man nicht mitnehmen. Zumindest wenn das so einer wie in Teil 2 war. Na gut, dann schau noch mal ein bisschen weiter. Kann auch noch mal die Hunde da draußen abknallen. Gucken, wo das hinführt. Im allerschlimmsten Fall können wir immer einen Quick-Save machen, einfach um 11. Das will ich ja eigentlich vermeiden, weil ich ja möglichst... Oh, hier wäre wahrscheinlich das Ausweichen nicht schlecht. Wenn ich das mal hinkriege. Fress mich mal auf. Quick-Save mache ich ja eigentlich nicht, weil ich will ja schon möglichst das Originalerlebnis haben. Nur wenn es mal 11 Uhr ist, denke ich, ist das ausnahmsweise okay. Wenn ich dann gerade keinen Speicherpunkt habe. Ich überlege gerade, wie mache ich das jetzt mit den 3 Hunden? Selbst so mit Ausweichen, dann bin ich ja nur noch am Ausweichen, komme nicht zum Schießen. Vielleicht laufe ich erstmal geradeaus. Have taken everything from me, everything, but I would give up. Won't allow them to win. I will survive. I can't stop my last escape. Bin ja schon mal da rausgegangen, müsste ich auf der Karte schon sehen können, wo es lang geht. Okay, also eigentlich nur ein bisschen geradeaus mit ein bisschen rechts. Tschüss. Ha. Ah. Fast wäre es cool gewesen. ein Restaurant. Newspaper Office. Gas Station. Ich habe Toilet gelesen. Trolley. Substation. Mann, was gibt's denn hier alles? Wo wollen wir denn überhaupt hin? Ich meine, das ist abgeschlossen. Dann nehme ich mal an, dass wir jetzt als nächstes zum Restaurant gehen sollten. Ich will wenigstens wissen, wie es abgeschlossen ist. Huch. Da hängt ja was. What the fuck are you? Dass ich die Shotgun noch dabei habe. Kommen jetzt noch mehr von? Oh scheiße, da ist schon eins. Puh, nur 2. Glück gehabt, weil für mehr hätte ich auch keine Patronen gehabt. The elevator is not working. There is no power supply connected to it. There's a slot into which a battery can be set. Okay, wir haben ja vorhin so ein Kabel gekriegt, aber eine Batterie haben wir nicht bekommen. Ob wir die Batterie einfach auch mitnehmen können?
gar nicht zum Heilen mitgenommen, sehe ich gerade. What the hell? Ich geh woanders hin. Ach, das kam von da drüben. Ich dachte irgendwie, das käme von hier. Oh, das geht ja sogar auf. Warum gehen denn diese Türen auf, wenn ich eigentlich woanders lang gehen will? Das führt zum Restaurant. Und noch ein Speicherpunkt. Oh, das ist ja praktisch. Was war denn das für ein Geräusch? Jetzt will ich ja auch nochmal hier nachgucken. Ja, geil. Da sage ich doch nicht nein. Oh, was ist das denn? Place your wisdom here. Da muss bestimmt ein Buch hin. There's hollow space for something to be put in. Oh, was könnte das nur sein? The future is in our hands. You take the bronze compass. Ah, okay, jetzt kann ich nicht mehr zurück, weil jetzt Wasser da ist. Aua, das ist ja sogar... Mann. Also war nett gemacht, dass da unten Strom rauskommt. Dann hat man wenigstens eine etwas glaubhaftere Erklärung dafür, dass sie nicht einfach durch das Wasser durchlaufen können. Vielleicht geht das Wasser ja... Vielleicht bleibt das Wasser dann ja aus, wenn man hier das Buch einpackt. Und dann kann man das da mitnehmen. Wofür auch immer man das mitnehmen möchte. Nein, ich wollte es nicht mitnehmen. Nur gucken. Ach ja, Sean hat Dark Souls durchgespielt. We must channel our knowledge to the future, for it shall always show us our greatest destiny. Raccoon City Mayor Michael Warren. Ja, und dann hat er sogar nochmal neu angefangen. Mit schwerer. Höherem Schwierigkeitsgrad. The gate is closed tight and will not open. Nicht schlecht, naja. Hab ich auch gedacht. Kann ich jetzt auch hier von vorne rein? Ich frage mich, ob das einen Unterschied macht, ob man von hinten ins Restaurant geht oder von vorne. Hallo? Keiner da? Und dann? Wo ist das Essen? Gibt's hier überhaupt irgendwas? Nothing suspicious. Ist das eine Telefonzelle? Phone line seems to be disconnected. Ich habe auch immer eine Telefonzelle in meinem Restaurant stehen. City Guide. City Guide, the tracks of our city. Dear citizens, thanks to kind and generous people of Umbrella. Ja, total. This is a peaceful and friendly city. Ich möchte sagen, diese Aussage ist nicht gut gealtert. The vast donations from Umbrella Inc. have been used for welfare work, the construction of public utilities, and to help maintain public peace. In 1992, it was my fifth year as mayor of our beautiful city. It was then that through many donations and hard work, our city was able to rebuild the municipal building, create a state-of-the-art hospital. In honor of these fine accomplishments, I was awarded with a grand statue that same year. But yeah? I came to the city as an engineer more than 35 years ago. I made contributions to the electric systems and to the installation of the cable car. I pledge to follow the tradition of this fine city and will devote my life to its prosperity. The mayor of the city, Michael Warren. The lamp is lit. Hört ihr das?
It's locked with a simple lock. Oh. Firehook. Das hier führt bestimmt raus, ne? Ja, das führt zu dem Speicherraum. Das wäre jetzt vielleicht kein schlechter Zeitpunkt. Flammable gas is leaking. Dann sollte ich hier wahrscheinlich nicht schießen, oder? Heavy looking cover. There's a hole to hook something onto. It seems to be a switch for the drain. Da geht's auch runter. Huch. What's that? Nicht eher, who's down, that? Lady. I'm no zombie. My name's Carlos, Corporal of Umbrella's Biohazard Countermeasure Force. What's your name? Jill, did you just say you belong to Umbrella's Sie war doch auch hinten dran. Yeah. Gut, sie hat ihn noch nicht von hinten gesehen. Out here to save you civilians, but the mission went bad the minute we landed. Fuck. Run into the basement. Hide inside you. Into the basement. This way. In der Küche verstecken klingt irgendwie nicht so gut. Da findet er uns ja sofort. Carlos, altes Haus, hat ja verkackt, ja. Vielleicht hätte ich doch mal speichern sollen. Das ist ein torn apart. Das da oben sieht aus wie ein Ausgang. Freezer. Können wir noch zurück? Einfach wieder nach oben laufen? War doch so ein Switch for the Drain. Ja, genau. Oh mein Gott! Jetzt haben wir erstmal Zeit, gemütlich zu warten. So, wir gehen dann wieder. Das ist ja gar nichts. Oder war hier noch eine Tür? Ja, die Wasserpanik ist jetzt gelöst, aber ich verstehe nicht ganz, was mir das jetzt bringen soll. Also meine Vermutung wäre ja gewesen, wenn das Wasser hoch genug gestiegen wäre, hätten wir da oben einfach durchkriechen können. Aber ich war mir nicht so sicher, ob das wirklich klappt oder ob wir einfach ersaufen. Deswegen habe ich lieber geguckt, ob ich das Wasser auch wieder abstellen kann. Tja, dann müssen wir wieder hochgehen, ne? Kommen wir gleich nochmal auf die Fresse. Oh! Oh oh! Ich würde ja gerne hier, Hab ich auch überlegt, ob ich mit ihm quatschen kann, aber... Er hat mir nichts gesagt. Der kümmert sich ja schon darum. Ob Carlos auch tot gehen kann? Bring ihn doch nicht zu mir.
immer noch nicht untersuchen. Oh, steht auch wieder auf. Vielleicht sollten wir mal gehen. I need to ask you something. Why did Umbrella send your team here? Our mission is to rescue the civilians. How kind of you. Considering Umbrella caused all this in the first place, those liars! Look, we're just mercenaries, hired hands. No time for talking. If you can believe me, then join us. Think about it! Wir könnten ja auch jetzt erstmal zusammen. Na gut, dann nicht. Ich bin aber tatsächlich versucht, hier jetzt auszumachen und das nächstes Mal nochmal zu machen. Und dann mal die andere Option zu probieren, weil das lief ja jetzt eher ein bisschen kacke. Und mich würde interessieren, was bei der anderen Option passiert. Aber wir haben ja jetzt nicht wirklich viel, was wir nochmal machen müssten. Ich habe ja gespeichert, nachdem ich den ganzen Kram geholt habe. Dann würde ich einfach nur nochmal hier durch. Was war hier? Hier waren diese zwei Viecher, aber die kann ich ja schnell nochmal abknallen. Ich denke, das ist besser. Kann ich die zwei Viecher nochmal schnell abknallen und dann gucken wir nochmal, was passiert, wenn wir die andere Option wählen. Oh, dann speichere ich jetzt nicht. Dann mache ich jetzt erstmal aus und dann sehen wir uns nächste Woche. Bin mal gespannt, wie das jetzt noch weitergeht. Ab hier erinnere ich mich tatsächlich an herzlich wenig. Also mal schauen. Dann werden Sandwiches gemacht, genau. Ja, dann noch eine gute Nacht und bis nächsten Mittwoch.